Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu Call of Duty MW2. Selten habe ich es gespielt, aber diesmal auch nur im Offline-Modus. Ich werde es live spielen und ja, wir schauen einfach mal. Und da, geil, Analosaurus, geiler Name. Dieser Drache ist Spyro, glaube ich. Habe ich auch schon in Zeiten erlebt mit Spyro. Cooler Drache war die PS1-Zeit, für die Leute, die es noch nicht wissen. PS1, coole Konsole. Dann kam die PS2 und später mal die PS3. Ja. Also dieses Spiel, MW2, ist wirklich saugeil. Allein schon die Waffen sehen richtig geil aus. Und ich bin eigentlich durch Papa Schlumpf durch dieses Spiel wieder gekommen, weil ich ja Papa Schlumpf ein bisschen verfolgt habe, den Dennoch, den Strohhut-Chanji und ja, so weiter. Auf jeden Fall machen die coole Videos und ja, seitdem spiele ich das jetzt wieder und werde jetzt einfach mal ein bisschen offline spielen. Nicht online, online habe ich schon versucht, bin ich einmal reingekommen. Erst war ich auf Favela, 2 Sekunden später war ich plötzlich mitten auf der Map Rust. Ich weiß nicht warum. Das ist krass, oder? Da spiele ich plötzlich auf der Map Favela und dann bin ich plötzlich auf einer neuen Map namens Rust. Dieses Spiel ist nicht mehr normal. Im Multiplayer sowieso nicht mehr. Und vielleicht sieht ja Papa Schlumpf das Video. Ich glaube, du kannst mir auf jeden Fall recht geben. Online sind da wirklich viele Hacker. Ist nicht auszuhalten. Ist nicht auszuhalten. So, gehen wir aber wieder mal auf das, sozusagen, auf das Spiel ein. Hier oben hier haben wir ganz viele. Oh. What the fuck, die greifen uns an. Ich glaube, jetzt darf ich mich auch wehren. Ich habe ja vorhin schon versucht, die Leute da zu töten. Auf dem Dach. Da hat aber gehießen, dass ich die Leute nicht töten darf. So, jetzt müssen wir hier weg. So eine RPG-Granate ist ja schon heftig, wenn die mich trifft. Ah, Kacke. Jetzt muss ich mal gucken hier. Moin, moin. Wo sind wir hier eigentlich? Irgendwo in den, im Nahen Osten müssen wir sein. Ah, nein. Boah, Alter. Ja, ich kann doch jetzt noch nicht sterben hier. Guck mal, jetzt werde ich ja richtig angegriffen hier. Oh je. Boah, lang nicht mehr gespielt. Da geht's ja mal wirklich ab. Oh. So, sie sind verletzt. Jetzt muss ich mal in Deckung gehen. Dann gehen wir gleich mal ins Haus rein und holen uns die AK-47. Ja, keine AK-5000 holographisch oder irgendwas. Nein, traditionell AK-47. Ich finde es sowieso nicht toll, dass jetzt Call of Duty diesen Adventure-Teil rausbringt. Und ich finde einfach, wir Gamer wollen doch nicht diesen modernen Shit. Wir wollen doch einfach traditionelle Spiele. So, traditionell meine ich jetzt. Also nicht diesen alten Scheiß, was ja... Also diesen alten Scheiß wollen wir ja. Wir wollen ja nicht diesen neuen Zukunftsschrott. Call of Duty Ghost war ja auch so. Überall nur Zukunft, Zukunft, Zukunft. Hallo? Dann könnt ihr ja gleich aus Call of Duty Star Wars machen. Ehrlich jetzt. Das meine ich jetzt mal wirklich ernst. So, mit der AK-47 bin ich gut bedient hier. Ist eine tolle Waffe, ganz klar. Da haben wir noch ein Rotpunktvisier. Soll ich mal benutzen, aber ich kann nicht. Weil da eine Granate ist. Ja, ist die gleiche Waffe hier. Nehmen wir mal die Rotpunktvisier. Gucken wir mal, wie die ist. Im Online-Modus musst du ja Level 70 erreichen. Theoretisch. Aber wenn du 4-mal online spielst in MW2, dann hast du automatisch die AK-47. Weil du da automatisch in eine Hacker-Lobby reinkommst. Ehrlich jetzt, das kann ich euch wirklich mal versprechen. In der Hacker-Lobby kommst du auf jeden Fall, wenn du MW2 spielst. Schlimm. Schlimm. Ganz furchtbar. Rege ich mich jedes Mal auf. Man kann ja nicht mal spielen. Die andere Leute, da gibt es ja Leute, Spieler, die fliegen da 5 Meter in der Luft rum. Oder manche haben den Godmode drin. Da kannst du machen, was du willst. So, hauen wir die mal weg hier. Oh ja. Ach, ist das herrlich. Guck mal, der hat keine Ahnung, dass wir hinten sind. Hey, moin moin! Moin moin, willkommen auf YouTube. Das war's. Ja Leute, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Teil 2 wird bald folgen.